Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Eigentlich wollte ich gerade eine Runde Let's Play aufnehmen, aber wie ihr sehen könnt, ich bin gerade ein bisschen im Belagerungszustand, was meine Katzen angeht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es gleich losgeht. Jetzt leg dich endlich hin, damit ich hier loslegen kann. Hinlegen! Tasche, Leute, herzlich willkommen hier zu einem kleinen bisschen Let's Play Heroes of the Storm. Ich bin mal wieder unterwegs im Laddern, denn die neue Season hat vor gar nicht so langer Zeit angefangen. Und ich versuche mich da ein bisschen hochzuspielen, bis in den Masterbereich. Da bin ich letzte Season irgendwie gelandet und das ist mein erklärtes Ziel für diese Season. Aber ob ich da ankomme, schauen wir mal. Das augenblickliche Metagame in Heroes of the Storm ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Es wird sehr, sehr viel mit Thrall gespielt, sehr, sehr viel mit Rhaegar gespielt. Und das in Kombination mit Earthquake und Bloodlust, das führt zu sehr, sehr vielen Team-Wipes. Und dann gibt es da noch so ein paar Helden, die im Augenblick absolut eskalieren. Ah, das zum Beispiel ein Rayner, ein Jimmy Rayner, der hat eine völlig verbuggte Hyperion. Und deshalb ist das so ein bisschen problematisch. Ja, jetzt geht es hier gleich wieder los in der Teamwahl. Dass wir ich scheinbar einen Charakter gebannt habe, der sein Main-Charakter ist. Dieses Reich braucht Aber das dich. wusste ich natürlich nicht. Da muss er mir halt entweder Bescheid sagen oder den Helden pre-picken. Ansonsten sehe ich halt nicht, welchen Helden er gerne spielen würde. Das ist ja sowieso schon immer so ein bisschen das Problem in Heroes of the Storm, dass gerade im Teampicking-Bereich kann so unendlich viel bereits falsch gemacht werden, weil die Leute entweder einfach den Char spielen wollen, den sie gerade spielen wollen, weil sie Bock drauf haben, oder weil sie nicht verstehen, welcher Char auf welcher Map funktioniert. Da kann sehr, sehr viel schief gehen. Ja, wir haben den Tychus bisher, wir haben Jaina und Rhaegar, das passt komplett, das ist richtig gut bisher, finde ich. Ein Mage, ein Auto-Attacker und ein Healer. Das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Und bei den Gegnern haben wir bisher zwei Mages, beziehungsweise Tyrande ist ein Support, aber der Stun ist halt eigentlich das Schlimme von ihr, wie ich finde. Deshalb zähle ich die immer so ein bisschen zu den Mages dazu. So, was bann ich, was bann ich, was bann ich? Ich würde, glaube ich, ganz gerne einen DHK bannen. Der kann auch Verfluchte Tal oder ein Varian. Ein Diablo geht auch weg. Gibt ziemlich viele Möglichkeiten hier zum Verbannen. Ich glaube, ich werde mal den Diablo. Nee, den DHK. Ich hau den DHK weg. Erstens brauchen sie noch einen Tank, mindestens einen. Deshalb denke ich mal, macht es Sinn, die Tankauswahl da einzuschränken. Und zweitens kann DHK mit seinem. Ja, Diablo wäre auch eine Wahl gewesen. Kann DHK halt mit seinem Burrow-Movement überall auf der Map auftauchen, was gerade bei Verfluchten Tal, wenn man um die Objectives kämpft, natürlich sehr, sehr nervig ist. Wir brauchen definitiv einen Muradin, denn ein Full-Tank wird gebraucht hier. Und er will Valar, boah. I'm not too sure about it. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben nur einen Melee. Na gut, anderthalb. Wenn sie jetzt da noch einen Dive nehmen, einen Varian oder einen Artanis, dann kann es richtig happig werden. Naja, schauen wir mal. Ansonsten finde ich unser Team eigentlich ganz cool. Ich hätte mir jetzt anstatt einer Valar, glaube ich, eher noch einen zweiten Melee gewünscht. Aber wir haben jede Menge. Ja, wir haben jede Menge Potenzial und da haben wir ein Problem, weil der wird bei uns reindiven wie eine wild gewordene Wildsau. Lustiges kleines Gimmick, was man sich unbedingt runterladen sollte, wenn man ein Hotz-Spieler ist, ist der Hotz-Logs-Uploader.
Das ist ein kleines Programm, damit lädt man Replays hoch, kriegt immer gleich ein MMR-Rating zugewiesen. Und sobald das Spiel losgeht, kann man die Teams sich angucken. Das öffnet sich dann automatisch, um mal vorab abzuschätzen, wie gut ist das eigene Team, wie gut ist das gegnerische Team und was kann man eventuell an einer Schwachstelle erkennen, um die dann auszunutzen. Super geiles Programm, den Link, den findet ihr dann in der Videobeschreibung. Sehr schön. Tom Craft hat das Spiel verlassen, ist zum Glück aber wieder dabei. Ansonsten hätte ich jetzt schon wieder richtig Bock gehabt, ja. Halbe Stunde lang hier mein Leben vergeuden. Someone play with Game Boy. Ja, ich glaube auch. So, schauen wir mal. Wir haben einen Auto-Attacker mit Falstad, wir haben einen Auto-Attacker mit Tyrande, Alarak. Ich gehe definitiv auf Blocken. Das ist der Full-Tank-Skin, denke ich mal, den man braucht. Und den nehme ich hier natürlich auch. Ich werde versuchen, so geht es geht, irgendwie im Spiel zu erklären, was ich tue und warum ich es tue. Oh. Aber es ist nicht immer ganz so einfach, gerade in der Hitze des Gefechts. Da kam erstmal direkt eine Eule an. Mhm. Haha, Diablo, so nicht, mein Freund. So funktioniert das nicht. Den haben wir schön gecatcht. Da kam der Stun genau im richtigen Augenblick. Jetzt müssen sich unsere Leute natürlich auf die Lanes verteilen. Damit wir da auch irgendwie was machen. Was macht ein Rega da? Aha. Sehr gut. Es ist natürlich immer ganz wichtig, dass zu jedem Zeitpunkt des Spiels jede Lane besetzt ist, wenn es geht. Ah, Mist, verfehlt. Da habe ich meinen Skillshot leider daneben gehauen. Aber den blocken wir noch tot. Jawoll! Bodyblock. Das ist so eine Sache, die man erst lernen muss. Das ist gar nicht so leicht, wenn man anfängt, Tank zu spielen. Das ist halt somit die wichtigste Sache, die man machen muss, ist den Gegner zu bodyblocken. Sprich, den eigenen Körper so in den Weg zu stellen, dass der Gegner... Oh, Mist. Dass der Gegner nicht mehr wegkommt. Das ist echt nicht immer einfach. Gerade bei Alarak, der sich da selbst noch wegpushen kann, ist das natürlich extrem problematisch. Ich würde ganz gerne wieder, dass jemand anders die Lane swappt. Muradin als Solo-Laner auf der Bot-Lane macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ah, ich kann es halt gerade leider nicht ändern. Okay, Tychus kommt. Und tschüss. Sehr, sehr gut. Hat der Teig es gut mitgearbeitet. Und ich werde euch meine Gunst gewähren. Ich werde mal das mit dem Verlangsamen der Auto-Attacks nehmen. Gerade gegen den Falstad macht das durchaus Sinn. Gegen Alarak macht das auch teilweise Sinn. Sehr gut. Doppelkill. Dreifachkill. So, und jetzt nehmt das Tribute, Leute. Wir halten die jetzt halt hier weg vom Tribut. Das da. Oh, was ist denn das passiert? Nicht ernsthaft, oder? Valla ist gerade an dem Camp gestorben. Valla ist gerade an dem... Lol. Ich bin jetzt hier halt nur auf der Botlane, damit wir die XP kriegen. Ich habe hier eigentlich gar nichts verloren. Mist.
Da habe ich ein bisschen zu früh. So, was machen wir denn? Ich mag das mit dem Doppis dann eigentlich am meisten. Zollt mir Tribut oder schickt euch meinen Fluch. Komm, die Bombe fange ich voll. Ah, die Li Ming, die trifft ihre Skillshots echt sehr, sehr gut. Also die könnte ein richtiges Problem für uns werden, die junge Dame. Kommt schon, Diablo haben wir wieder. Sehr nice. Wow. Kommt schon. Nee. Na, dann nimmt... Oh. Oh nein, nee. Schade, dass die Jaina nicht mitgekommen ist, sonst hätten wir die gehabt. Ah, dann müssen wir jetzt weg. Na gut, die Jaina habe ich gerade noch gerettet mit meinem Stun. Und Tychus rennt rein und stirbt. Okay, das Tribut ist dann halt weg. Muss man halt sehen. Ist halt so, kann man nicht immer was machen. Naja, schade. Schade, schade, schade. Man kann als Tank seine Kumpels auch nicht immer am Leben halten. ETC wurde leider gebannt. Ich weiß auch nicht, warum da gerade in der Mitte so die Post abgeht. Und ich hier schon wieder auf der Botlane alleine stehe. So ja nun nicht, Tyrande. So ja nun nicht. Jetzt geht's darum quasi, wer kann... Boah, der hat wehgetan. Wer kann Stufe 10 erreichen vor dem anderen vielleicht, um dann diesen kleinen entscheidenden Vorteil zu nutzen. Autsch, der hat gesessen. Ich werde definitiv den Avatar nehmen, anstatt den Kinnhaken, weil wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Sustain brauchen. Oh, Diablo ist da gerade solo. Muradin! Nice. Ah, schade, die Jaina ist dabei auch noch gestorben. Aber es war ein schöner Kampf, haben wir gut geholt, das Tribut. 11 zu 6 steht es zurzeit nach Kills. Das sieht eigentlich auch sehr, sehr gut aus. Einer muss wieder Botlane. Hab's mit dem Stun noch versucht, ihn zu retten, aber er stand im Turm-Range. Naja. Ist so. Ich glaube, Tychus geht gleich drauf. Ach, Mann, ey. Schöner Ring von Ming. Oh! Jaina, der war knapp. Der war richtig knapp. Oh. Aber wir werden 13 höchstwahrscheinlich und die noch nicht.
Wo sind denn unsere Mates, Alter? Wo sind die denn? Wir machen gerade ganz in Ruhe das Tri... Oh! Wir machen ganz in Ruhe das Camp, während hier um das Tribut gekämpft wird, ey. Jetzt geht's ja los hier. Jaina weg, Jaina weg, Jaina tot. Jaina, komm schon. Renne, Jaina! Oh, der war gut. Der war gut von Rhaegar. Jetzt noch schnell das Camp hier unten, bevor das nächste Tribut kommt. Sehr schön. Das ist teilweise mit den Timings echt extrem wichtig bei Heroes, dass man die Camps nimmt zur richtigen Zeit, dass wenn das Tribut kommt hier auf der Map, dass die Camps dann dabei sind, Stress zu machen. Wir müssen jetzt halt eigentlich nur den Laser beschützen. Mann, Leute, ey. Was macht ihr denn? Ich muss ja mit den... Oh, Mann, ey. Nochmal kurz erklärt. Schon... Okay, ganz ruhig, Nico, ganz ruhig. Noch ist das Spiel nicht vorbei, weil die müssen es jetzt echt schnell lernen. Ansonsten gehen wir hier halt einfach immer wieder drauf. Es sind jetzt immer wieder dieselben Fehler gemacht worden von meinen Jungs. Und ich kann halt nicht, wenn die halt einfach vor mir laufen... hier das Fort auch nicht halten. Halt nicht. Euer Gegner hat ein Fort zerstört. Kann ich leider nichts tun. Jetzt schnell den Boss machen. Die machen nämlich gerade unten den Boss, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Lächerlich. Gerade versucht Muradin zu catchen. Ich glaube, jetzt hackt's ja wohl. Na gut, da kann ich eh nicht helfen beim Boss, da soak ich lieber ein bisschen XP, ehrlich gesagt. Ich mache so wenig Damage gegen den Boss, dass ich da einfach, kann ich genauso gut wegbleiben. Das Lustige ist, wir liegen 14-12 nach Kills immer noch vorne, aber wir haben leider die Kills zum falschen Zeitpunkt geholt. Wow, die waren so unsichtbar, habe ich nicht gesehen. Hab ich zu spät gerafft, hab zwar noch alles gezündet, was ging, aber hat nicht gereicht. Oh, war er auch tot. Die haben einfach echt eine ziemlich coole Combo. Und wir eigentlich auch, aber wir sind jetzt immer gesplittet gewesen, leider.
Oh, Jaina, bitte. Oh. Und Tür. Oh. Es ist halt noch nichts vorbei. Wir haben halt noch alle Keeps. Wir müssen halt einfach nur zusammen. Wann ist der Boss wieder da? 2 Minuten. Das Problem ist halt, dass die unsichtbar sein können und dann catchen die einen halt richtig mies. Zeigt mir, wo es lang geht. Fällt einem nicht mehr viel zu ein, ey. Da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Wenn der halt sich einfach so wegsnacken lässt. Wieder. War ja leider nicht das erste Mal. Ja, jetzt sind die Gegner auch noch 20 und wir 17. Jetzt wird's natürlich richtig, richtig mies. Oh, voilà. Wir müssten halt eigentlich auch 20 werden, aber ich befürchte halt, wir werden es nicht. Weil die jetzt halt auch schon wieder das Tribute kriegen. Oh. Das war's. Gut getötet. Das war ein leichtes. Doppelkill. Dreifachkill. Vierfachkill. Megakill. Nice. Jaina hat's gerettet. Niemand kann mich aufhalten. Knochen zu brechen. Jetzt wird der hervorragend. Aber es bringt uns halt leider nichts. Ja, wir müssen ja erstmal alle wieder ans Leben kommen, ey. Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Und jetzt deren Boss. Das könnte
Könnte das Comeback gewesen sein, was wir gebraucht haben? Oh, die Eule, alter Schwede, hat die Damage gemacht. Aber da haben wir gut aufgeholt. Jetzt bloß nicht das Keep verlieren, das wäre übel. Ach komm, Alter. Wenn Rega jetzt... Mag mal jemand unserem Amigo beistehen? Oh, die Eule macht halt so massiv Damage, ey. Guck die ganze Zeit, versuch die ganze Zeit zu gucken, ob die irgendwie. Liebe Güte. Doppelkill. Dreifachkill. Vierfachkill. Gewonnen. Ich sollte den Rückzug antreten. Chaos. Chor nicht geschafft. Den Chor haben wir leider nicht geschafft, aber da unten kriegen wir noch das andere Keep, glaube ich. Boah, die Eulen, ey. Wow. Rache ist süß. Ich hab den Diablo extra aufgedeckt für die, aber jetzt war's das leider. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Man kann nicht immer gewinnen. Fuck you. Beehrt mich ein andermal wieder. Ja. Jetzt wird nochmal schön geflamed. Jetzt wird nochmal schön geflamed. War eine sehr spannende Partie. War eine sehr, sehr spannende Partie. Ich finde, war auch von Anfang bis Ende sehr ungewiss, wer es gewinnen würde. Ich finde, ich habe meine Rolle gut erfüllt.
Ich finde, Jaina hat einen klasse Job gemacht. Meiner Meinung nach war Rega unser Knackpunkt. Der ist meiner Meinung nach ein bisschen oft abseits des Gefechtes gestorben. Aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Ja, das ist halt schade, weil es wirklich spannend war. Und ich glaube, wenn wir da am Ende ein bisschen schneller reagiert hätten. Ich war scheinbar der Einzige, der dieses Flimmern gesehen hat. Der Alarak kam dann halt von oben mittig runter, hat dort halt seinen Silence gesetzt. Und dadurch war unser ganzes Team für ein paar Sekunden außer Gefecht. Jaina konnte ihren Frostring zu spät zünden. Und dann sind wir halt einer nach dem anderen draufgegangen. Schade, weil wenn dieses Invisible Engage nicht gekommen wäre, dann glaube ich, hatten wir in den Teamfights echt ein deutlich besseres Team. Aber es hat nicht gereicht. Und jetzt bin ich beim Demotion Game. Scheiße. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt doch einfach in den Kommentaren, was man vielleicht besser machen könnte, was ich anders machen sollte bei dieser Let's Play-Reihe. Ich versuche natürlich immer, so gut es geht, für euch da zu sein, wenn es ums Erklären geht der Spielsituation. Aber mitten im Gefecht ist es halt nicht immer ganz so einfach. Danke fürs Zugucken. Dann bis zum nächsten Mal. Denkt bitte an euer Like und euer Abo. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Tschüss.